Warum werden wir chronisch krank? Heute schauen wir die 6 Gesundheitsräuber an, die uns aus unserem Gleichgewicht bringen. Erstens Gifte und Viren. Wir haben pathogene Keime, wir haben Schwer- und Halbmetalle, die uns belasten können. Zweitens ein hoher Stresslevel, also eine Adrenalinausschüttung. Drittens gesundheitsraubende Lebensmittel. Viertens ein Rhythmus entgegen des natürlichen Tages- und Jahresrhythmus und wenig Schlaf. Fünftens, ein Leben gegen dein Grundnaturell oder gegen deine Grundwerte. Und sechstens, eine starke Entkoppelung von der Natur. Intro. Ja, schauen wir uns zuerst den ersten Punkt an, also Gifte und Viren. Es kommt sehr, sehr, sehr schnell vor, dass wir mit Giften und Viren in Kontakt treten. Ich meine, Viren ist ja unser beliebtes Thema heutzutage, der Coronavirus. Aber vor dem Coronavirus oder dem Covid-19 gab es natürlich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Viren. Ich selbst litt ja unter dem Epstein-Barr-Virus und konnte diesen erfolgreich durch die Ernährung von Anthony William aushungern. Natürlich ist es so, dass wenn wir ja vielleicht einen Krankenhausaufenthalt hatten und operiert wurden und die offenen Wunden pathogene Keime kamen oder was gibt es noch, Halb- und Schwermetalle, zum Beispiel wir gehen auswärts essen und die Pfannen der Küche sind aufgerieben und da kommen Schwermetalle raus. Es gibt so viele Berührungspunkte, wo wir mit Giften, Viren und Schwermetallen in Berührung kommen. Manchmal denke ich so, nur schon an die gespritzten Lebensmittel, die wir zu uns nehmen. Auch nicht gerade ungiftig für uns. Deswegen Bio it is. Ja, und wichtig war es für mich aber zu verstehen, dass ich jetzt nicht eine Angst vor Viren oder Giften oder Schwermetalle entwickle, dass ich wirklich einfach weiß, ich habe ein super intelligentes Immunsystem und wenn ich verschiedene Dinge tue in meinem Leben oder integriere, die mich stärken und aufbauen, dann kann dieses Immunsystem auch wirklich aktiv dagegen vorgehen. Und deswegen, ich sage es nochmal kurz, liebe ich die Ernährung nach Anthony William, weil ich einfach weiß, dass ich die Schwermetalle gleich ausleiten kann und ich kann die Viren- und Bakterienstämme klein halten. Ja, und dann kommen wir auch schon zum zweiten Punkt und zwar der Stress, eine hohe Adrenalinausschüttung. Ja, es gibt verschiedene Arten von Stress und die möchte ich kurz mit euch anschauen. Und zwar gibt es den körperlichen Stress, den chemischen Stress und den emotionalen Stress. Und der körperliche Stress, der kann durch einen Unfall passieren, wenn wir uns verletzen, also Unfälle, Stürze und so weiter. Dann haben wir den chemischen Stress, den habe ich bei Punkt 1 auch angesprochen. Und zwar wirken diese auch giftig. Das sind pathogene Keime, Hormone, Halb- und Schwermetalle und sogar ein erhöhter Blutzuckerspiegel. Dann haben wir den emotionalen Stress. Und den kennen wir aus Familientragödien, aus zerbrochenen Beziehungen, wenn wir Beziehungen verlieren, wenn die kaputt gehen oder wenn wir enormen Stress auf der Arbeit haben, wenn wir gemobbt werden, wenn wir in einem krankhaften Familiensystem aufwachsen oder in krankhaften Beziehungen gefangen sind. Aber all diese Stressarten lösen genau das Gleiche in unserem Gehirn aus. Und zwar ist da unser Kampf- oder Fluchtmodus total aktiviert. Also wir erleben eine Situation, zum Beispiel Stress auf der Arbeit oder einen Streit mit dem Partner und unser System wird komplett aktiviert und wir schütten Adrenalin aus. Unser Nebennierensystem wird aktiviert, denn unser ganzer Körper bereitet sich darauf vor. Kampf oder Flucht. Ja, und was bedeutet das für uns? Vor allem, was bedeutet das für uns, wenn das täglich passiert? Vielleicht sogar stündlich, je nachdem, in welcher Lebenssituation wir uns befinden. Es bedeutet, dass unser Gedächtnis nicht mehr so gut funktioniert. Die Konzentration lässt nach. Dass unsere Nahrung nicht mehr richtig verdaut wird. Dass Giftstoffe nicht mehr richtig beseitigt werden. Und somit unser Immunsystem beeinträchtigt wird. Ja, und weil diese Situationen jetzt täglich über eine lange Zeit passieren, passiert
dieser Ablauf chronisch. Ja, was passiert denn also, wenn wir auf diese Art und Weise Adrenalin täglich ausstoßen? Unsere Stresshormone knocken unser Immunsystem aus und dadurch entsteht ein vollständiger Knockout. Ja, und dann gibt es noch die Stresssucht oder die Adrenalinsucht. Und davon möchte ich euch auch erzählen, weil mir das erst bewusst wurde, als ich den Detox gemacht habe, wo ich wirklich angefangen hatte, meine Leber zu reinigen. Und da hat sich so viel Adrenalin gespeichert, sodass ich durch die Reinigungsphase immer wieder Wellen von Adrenalin ausgestoßen oder abgearbeitet habe. Und zwar ist es so, dass ich schon in jungen Jahren angefangen hatte, mir vorzustellen, was ist, wenn ich das und das nicht schaffe, wenn ich den Termin nicht einhalten kann. Und ich habe mir regelrecht Szenarios erschaffen und indem ich mir die Sachen vorgestellt habe, habe ich Adrenalin ausgeschüttet und Kraft bekommen. Ich habe Kraft bekommen, das in kürzester Zeit zu erledigen, für meine kleinen Babys da zu sein, trotzdem noch große Projekte zu stemmen, hier noch an den Geburtstag der Freundin zu denken und so weiter, einen guten Deal abzuschließen. Und ich habe mich so daran gewöhnt, mir diese Adrenalinspritzen zu geben, dass ich auch gar nicht mehr funktionieren konnte ohne. Also ich musste mir immer wieder irgendwas vorstellen und mich hochpushen, um dann funktionieren zu können. Das heißt, ich lief über Jahre hinweg auf einem enorm hohen Adrenalinpegel, um einfach funktionieren zu können, um erfolgreich zu sein, um eine gute Mama zu sein, um meine Projekte stemmen zu können, um mein Business aufbauen zu können. Das war für mich auch in der Zeit die perfekte Lösung. Ich dachte so, geil, ich weiß gar nicht, warum nicht alle anderen so viel schaffen, bis eben dann das passiert ist, was ich vorhin beschrieben habe. Ich konnte die Nahrungsmittel nicht mehr richtig verdauen. Und pathogene Keime, die hatten nun die Chance, mit meinem geschwächten Immunsystem sich auszubreiten ohne Ende. Und das ist so eine Kombination, deswegen möchte ich heute von diesen sechs Punkten berichten, die uns chronisch krank machen können, weil es sind immer mehrere von diesen Punkten. Wenn wir uns vorstellen, dass 98% unserer Weltbevölkerung den Epstein-Barr-Virus in sich tragen, dann muss ich mich fragen, warum hat dieser Virus mich so dermaßen krank machen können? Welche Faktoren waren noch beteiligt, dass mein Immunsystem nicht wirklich ihren Job erledigen konnte? Ja, und dann kommen wir zu dem dritten Punkt, und zwar gesundheitsraubende Nahrung. Wir bauen uns auf mit der Ernährung. Also unser Körper ist jede Sekunde damit beschäftigt, zu verstoffwechseln, ab und aufzubauen. Und wenn wir die richtigen Bausätze liefern, dann hat unser Körper die Möglichkeit, diesen Aufbau so gesundheitsbringend wie möglich zu gestalten. Und diesen Auf- und Abbau, das nennt man auch Epigenetik. Weil früher hat man oft so gesagt, ja, das sind die Gene schuld, da kann man nichts dafür, meine Großeltern hatten bereits Krebs, dann meine Eltern und jetzt kriege ich das auch. Das ganz Spannende in der Forschung war dann zu erkennen, dass wir zwar in der DNA liegende Informationen haben, die tatsächlich vorbestimmen können, was in unserem Leben passiert. Aber, und da kommt die Epigenetik ins Spiel, der menschliche Körper besitzt mehr als 200 Zelltypen. In beinahe jeder Zelle ist dieselbe DNA-Sequenz gespeichert. Doch nicht alle Gene sind in jeder Zelle aktiviert. Denn es gibt verschiedene Mechanismen, wie Gene an- und ausgeschaltet werden können. Ist ein Gen ausgeschaltet, wird verhindert, dass eine DNA-Gensequenz in ein Protein übersetzt wird. Umwelteinflüsse wie zum Beispiel die Inhaltsstoffe bestimmter Nahrungsmittel oder toxische Substanzen können dafür sorgen, dass diese Sequenz aktiviert wird. Unsere Ernährung hat deswegen einen enormen epigenetischen Einfluss auf unsere DNA. Ich stelle mir das immer so ein bisschen bildlich vor, also als wäre das unsere Geninformation. Und
sie hat wie eine Schutzhülle und wenn die Schutzhülle drum ist, dann ist sie nicht aktiviert. Und dann passieren äußerliche Dinge, wie zum Beispiel man raucht oder nimmt Nahrungsmittel, die mit Pestiziden besprüht wurden. Und somit wird diese Schutzhülle wie weggenommen und es wird aktiviert und kann also auf die Bühne treten und das machen, was sie in den Generationen zuvor auch gemacht hat. Also, beweisen die Erkenntnisse der DNA, wir können unseren Körper positiv beeinflussen. Ja, wir können unsere Gene sogar positiv beeinflussen. Und das alleine mit der Informationszufuhr, die unsere Nahrung in sich trägt. Also, stell dir vor, die Nahrung, die du zu dir nimmst, die beinhaltet Informationen. Und diese Informationen verstoffwechselst du. Und der Stoffwechsel, der bezeichnet die biochemische und physikalische Umwandlung von Stoffen. Das sind zum Beispiel Nahrungsmittel oder Sauerstoffe, die in Zwischenprodukte und schlussendlich in ein Endprodukt verwandelt werden. Und diese Produkte haben verschiedene Ziele. Ein Ziel ist der Baustoffwechsel. Hier wird aufgebaut, abgebaut und der Körper in sich erhalten. Und dann haben wir noch diesen Energiestoffwechsel. Und hier ist eine Energiegewinnung gemeint für energieverbrauchende Aktivitäten. Also wenn wir es zusammenfassen, die Nahrungsaufnahme ist essentiell wichtig für den Aufbau und auch für die Energieverschaffung unseres Körpers. Unser Körper ist jederzeit in der Lage, sich durch eine richtige Behandlung neu zu orientieren. Denn jede Sekunde ist er mit dem Auf- und Abbau von Informationen beschäftigt. Dann der vierte Punkt. Ein Leben entgegen des natürlichen Tages- und Jahresrhythmus und zu wenig Schlaf. Also, es macht Sinn, dass die Sonne aufgeht und dass sie wieder untergeht. Und auch wenn wir manchmal mitten in Projekten stecken, wo wir denken, ich will aber 24 Stunden arbeiten am Tag und nicht nur 8 Stunden, ist es super wichtig, dass wir uns an diese Gesetzlichkeiten halten. Auch die Jahreszeiten, sie haben so wertvolle Zyklen in sich, die so wichtig sind. Wir haben diesen Winter, diese Erholungsphase, das zur Ruhe zu kommen, den Frühling, wo Neues erwacht, der Sommer, der uns wärmt, der uns nährt und der Herbst, der uns wieder langsam in diese Ruhe zurückbringt. Und da denke ich immer, wenn es um Schlaf geht und die Natur und ja, sich da wirklich anzupassen, das hat auch etwas mit Demut zu tun. Gerade sich hinlegen und zu sagen, ich lasse es Genüge sein, dass alles, was ich erledigen konnte, das konnte ich erledigen, alles, was ich nicht erledigen konnte, lasse ich gut sein, ist auch eine Kapitulation irgendwie. Und das hat für mich mit Demut zu tun. Ich würde nämlich am liebsten immer die ganze Zeit funktionieren. Immer funktionieren, funktionieren und leisten. Und mich davon loszulösen, von diesem Leistungsdenken, das hat für mich schon einen großen Prozess gekostet. Ich habe dann angefangen, wirklich zu sagen, okay, ich kann vorm Schlafengehen nicht mehr in mein Handy gucken und für alles Äußere noch da sein. Und habe angefangen zu meditieren. Habe angefangen, meine Augen zuzumachen und mit einer geführten Meditation nochmal den Tag Revue passieren lassen. Auch eine Chance zu haben, mein Handeln zu reflektieren. Wie bin ich mit meinen Kindern umgegangen? Wie mit meinem Partner? Was sind meine Wünsche und was wünsche ich mir? Wo kann ich in die Liebe und Ruhe reinkommen? Und das hat mir ja, so eine große Demut vor der einzelnen Tat im Tag gelernt, weil ich nicht einfach in den Kummerschlaf gefallen bin, irgendwann nach noch Marathon, Netflix und was auch immer, sondern dass ich nochmal in die Reflexion gehen durfte. Und ich merke so schnell, dass wenn ich zu wenig Schlaf habe, dass es mir einfach nicht gut geht. Auch gerade in der Gesundungsphase habe ich mich auch am Mittag noch so oft hingelegt und einfach gesagt, ich bin müde, mein Körper zeigt es mir, ich kann nicht mehr. Es nervt mich zwar, aber ich brauche diesen Schlaf. Mein Körper braucht diese Ruhe, um entgiften zu können, um gesund werden zu können.
Und deswegen sage ich, es ist ein Akt der Demut, weil es ein Kapitulieren ist, zu sagen, ja, mein Stolz würde sagen, ich kann das und das alles noch machen. Ich kann all meine Ziele sofort erreichen. Aber das ist nicht die Wahrheit, das ist oft nicht das Leben. Das Leben verläuft in Wellen und da gehören aktive Phasen und Ruhephasen dazu. Und mit den Jahreszeiten war es früher für mich auch ganz schwierig, irgendwie den Winter zu akzeptieren und diese Ruhephasen, weil, wie gesagt, ich dazu tendiere, immer aktiv sein zu wollen. Aber das auch wirklich zu umarmen, diesen Herbst, der sich verabschiedet von diesem aktiven Sommer und in die Winterruhe reinzugehen, sich mehr Wärme zu gönnen, eine Wärmeflasche, einen Tee, und einfach wieder in dieses Selbstfürsorge reinzukommen. Ich denke, das ist etwas, was uns stärken kann und das Gegenteil von dem, was uns krank macht, nämlich zu sagen, ich funktioniere immer auf dem Level, ich habe jetzt diese Abgabe, ich muss hier und hier und da funktionieren. Das macht uns krank. Fünfter Punkt, das Leben gegen dein Grundnaturell oder deine Grundwerte. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Welche Auswirkungen ein Leben, das gegen das eigene Grundnaturell gelebt wird, hat, habe ich am eigenen Körper erlebt. Ich habe dafür ein Bild entwickelt. Und zwar ist es ähnlich mit unserem inneren Zustand, also unserem geistigen oder seelischen Zustand, wie auch immer du es nennen möchtest, ist es ähnlich wie mit unserem Körper. Stell dir vor, du verbiegst deinen Körper und du erledigst aber eine Arbeit in dieser unnatürlichen Haltung. Irgendwann passen sich andere Teile des Körpers an, dieser Fehlhaltung, aber trotzdem entsteht eine Reibung an Orten, wo keine Reibung entstehen soll und es entstehen Entzündungen. Und man könnte jetzt dem Körper sagen, jetzt stell dich nicht so an, du kannst diese Arbeit auch in dieser Fehlhaltung erledigen. Aber die Wahrheit ist, dass das einfach nicht geht. Auf lange Sicht geht das nicht. Und so ist es auch mit unserem Inneren. Wenn wir in einer Umgebung sind, wo wir uns unnatürlich anpassen müssen, wo wir nicht die Person sein dürfen, die wir tief in unserem Inneren wären, dann versuchen wir uns zwar anzupassen und nehmen vielleicht Einstellungen an oder versuchen anders zu kommunizieren, wir versuchen anders zu denken und ja, ich bin auch mit euch einverstanden, Hauptsache ihr nehmt mich an und liebt mich, dann passiert das ganz das Gleiche, wir entzünden uns und fördern damit Erkrankungen. Ich bin zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen, wo ich mich nicht wirklich entfalten konnte, weil ich Fürsorge tragen musste für ein anderes Familienmitglied. Abgesehen davon, dass diese Tatsache sehr überfordernd war, entwickelte ich eine innere Schiefhaltung, die mich nicht aufblühen ließ. Im Gegenteil, sie hat mich krank gemacht. Viele Klienten, die ich begleiten darf, haben Ähnliches erlebt. Sei es nun, ob sie durch Mobbing gegangen sind, dass sie in der Familie schlecht geredet wurden, dass sie nicht ermutigt wurden oder dass sie eine Arbeit verrichtet haben über Jahre, die ihnen überhaupt nicht gut tut, die nichts mit ihren Begabungen zu tun hat oder mit dem Wesen, welches sie sind. Oder einen Partner, der einen betrogen hat oder belogen hat und man aus Angst vor dieser Beziehungsverlust sich auch angefangen hat anzupassen und versucht hat, jemand zu sein, der man gar nicht ist. Ja, und hier dürfen wir uns immer diese Frage stellen, wo habe ich gelernt, mich zu übergehen? Wo wurde mir beigebracht, dass meine Intuition falsch ist? Wo wurde mir beigebracht, dass ich das Leben nicht richtig verstehe? Wo wurde mir impliziert, dass ich nicht genüge? Wo wurde ich in meiner Entwicklung ausgebremst oder sogar verbogen? Um meine Kindheit, die geprägt war von krankhaften Familienstrukturen, Gewalt und Mobbing aufzuarbeiten, habe ich eine Traumatherapie angefangen und durfte lernen, in ein Selbstwertgefühl hineinzukommen, welches mir auch zusteht. Auch wenn mir dieses nicht gegeben werden konnte, konnte ich lernen, es selbst zu leben. Das Selbstwertgefühl wird von der Selbstliebe, Selbstwahrnehmung und dem Selbstvertrauen und dem daraus resultierenden Selbstbild geprägt. Selbstliebe bedeutet die bedingungslose Achtung der eigenen Person. Die Selbstwahrnehmung bedeutet die Wahrnehmung der eigenen Begabungen
und Fähigkeiten, wie aber auch der eigenen Fehler und Mängel. Und Selbstvertrauen bedeutet das Bewusstsein der eigenen Fähigkeiten und sogar unbekannte Situationen zu managen, auch ohne darauf perfekt vorbereitet zu sein. Ein gesundes Selbstbild entsteht dann durch diese liebevollen Eigenschaften. Und ich denke, hier ist auch wieder dieses Prinzip der Epigenetik. Wir haben einen Einfluss. Auch das Prinzip, was ich erzählt habe von der Nahrung. Wir haben den Einfluss. Wir können Dinge zu uns nehmen, ob jetzt auf der physischen oder psychischen Ebene, die uns wieder aufbauen. Es ist in beiden Richtungen möglich. Wir können dies in der negativen Art und Weise machen und werden dann dazu, oder wir machen es in der positiven Art und Weise und blühen auf. Und dann habe ich noch den sechsten Punkt, den finde ich auch total interessant. Und das, was uns krank machen kann, ist die Entkopplung von der Natur. Und auch wieder im Umkehrschluss, das, was uns gesund machen kann, ist das Zurückfinden in die Natur. Da ich so ein getriebener Mensch war, so lange, hatte ich diesen Kontakt zur Natur total verloren. Das war nicht wichtig, weil es, ja, da war nicht meine Arbeit, da war nichts, worin ich funktionieren konnte. Das wäre ja ein totaler Zeitfresser gewesen. Und als ja, wir sowieso mitten in der Stadt München gelebt hatten, an einer lauten Hauptstraße und dann den Umzug hier in die Schweiz gemacht hatten aufs Land, da könnte man denken, ja, da warst du ja dann in der Natur. Aber ich war natürlich die erste Zeit so geschwächt und so krank, dass ich mich eigentlich nur in meiner Wohnung aufhielt. Und ich habe dann was Schlaues gemacht. Ich habe mich selber ein bisschen beschissen. Und zwar habe ich einen kleinen Hund adoptiert und ich wusste, wenn ich Fürsorge für diesen Hund tragen muss, dann werde ich in den Wald gehen und werde diese Spaziergänge machen. Und das ist definitiv so ein Tageshighlight, was sich gelohnt hat, was sich wirklich gelohnt hat, dass ja, ich einfach jetzt weiß, ich gehe jeden Tag in den Wald. Und er tut mir so gut, ich könnte mich darin verlieren, in dem Chaos der Blätter und Wurzeln und Bäume. Und es tut einfach so, so gut. Ja, das war also meine Zusammenfassung. Ihr seht, die Punkte, die uns chronisch krank gemacht haben, im Umkehrschluss sind es die Punkte, die uns chronisch gesund machen, die uns zurück in unser Grundnaturell bringen, die uns zurück in unser Gleichgewicht bringen. Und das ist also diese ermutigende Botschaft von diesem Video. Es ist möglich, sich zu verändern. Auch wenn es einem viel kostet und man neue Routinen anbricht, Schluss am Ende wartet die große Belohnung auf einen. Und das ist die eigene Gesundheit. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ganz viel Kraft, Geduld und Mut, neue Dinge anzugehen. Und ja, wenn euch das gefallen hat hier, das Video, dann gebt mir gerne ein Like und ich würde mich mega freuen auf Kommentare, was euch schlussendlich vielleicht ja, krank oder im Umkehrschluss gesund gemacht hat, dass wir im Austausch bleiben und einfach voneinander lernen dürfen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Ciao!